Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Heute mal zum Thema Motorraum. Es hat sich gerade angeboten, jetzt vom Herbst und vom Winter tue ich gerne nochmal über alle Kunststoffteile drüber gehen, speziell hier im Motorraum, denn durch die salzige Luft und so werden Schrauben angegriffen und die Kunststoffteile leiden natürlich auch, vor allen Dingen im Winter. Und deswegen einfach nochmal ein kurzes Video zum Thema Reinigung. Zum größten Teil sind ja hier Kunststoffteile verbaut, hier im Luftfilterkasten, Motor, Blockabdeckung. Und deswegen nutze ich eigentlich genau dieselben Sachen wie auch im Innenraum für die Kunststoffteile. Und für diese Sache nehme ich einfach nur die zwei Lappen hier und habe speziell zum sanften Reinigen noch einfach wieder meinen Scheibenreiniger. Auch wenn hier Scheibe draufsteht, Kunststoffteile werden nicht angegriffen und werden wunderbar sauber dadurch. Und es ist ein sehr milder Reiniger. Und für die Kunststoffpflege nehme ich dann wieder wie innen von Meguiar's das Natural Shine Protectant. Als erstes nehmt euch erstmal einen sauberen Lappen. Ich nehme den dann für die Kunststoffteile zum Schützen und den nehme ich zum Reinigen. Ganz easy, einfach. Ich möchte natürlich jetzt hier nicht im Motorraum rumsprühen und ich bin auch kein Freund von Hochdruckreinigung oder dergleichen. Ich bin dafür, dass der Motor ehrlich bleibt und wenn irgendwo Schmutz ist, dann soll er auch nicht vertuscht werden. Und hier einfach ganz easy einfach mal mit dem Scheibenreiniger über die Kunststoffteile gehen. Das geht natürlich ganz easy und ganz schnell. Einfach mal grob drüber gehen, den groben Schmutz hier auch über die Metallteile vom Rahmen und von der Halterung, vom Scheinwerfer und hier vom Luftfilterkasten einfach mal drüber gehen, den ganzen groben Schmutz entfernen. In dem Zusammenhang könnt ihr natürlich auch nochmal eure Abläufe hier oben kontrollieren. Ich habe meine im letzten Video ja bereits sauber gemacht. Im Moment, wie ich sehe, sind sie immer noch sauber. Hier drüben hängt noch ein Blatt. So ein einzelnes Blatt kann echt, das hat jetzt genau mit der Spitze hier vorne in diesem Abflussloch gehangen. Und das kann echt böse Folgen haben. Deswegen weg mit sowas. Ansonsten kontrolliert auch nochmal hier die ganzen Wasserabläufe. Alles gut. Ja, das war es eigentlich schon mit der groben Reinigung. Könnt hier drüben noch mal lang gehen, aber ich halte meinen Motorraum eigentlich relativ sauber und mache den im Sommer alle zwei Monate, gehe ich immer mit dem Lappen durch. Deswegen findet man hier auch kaum Schmutz. Aber ihr könnt ja mal bei eurem Motorhaube mal öffnen und mal schauen, wie es darunter aussieht. Genau. Gut, dann Lappen kurz weglegen. Kommen wir zum Schutz der Kunststoffteile. Wie gesagt, dasselbe Produkt für den Schutz. Einfach hier kann man auch mal drauf springen, da passiert nichts. Einfach die Kunststoffteile mal schön diese Sache hier schützen. Die werden dann richtig aufgefrischt. Und hier befinden sich natürlich auch in jedem Kunststoffteil diese Weichmacher und die werden einfach dadurch noch länger im Stoff oder im Kunststoff gehalten. Und damit wird das Ganze nicht spröde und sieht besser aus und bleibt geschützt. Genauso hier vorne noch, das ist alles Kunststoff, spart Gewicht. Einfach mal grob drüber gehen, reicht völlig aus. Wenn ihr hier über die Metallteile mal geht, dann ist das auch überhaupt kein Problem, das tut ihr nicht weh. Müsst ihr euch dann nicht extra irgendwie eine Versiegelung oder ein Wachs, was ihr für den Lack ausnimmt, noch extra hier für die Rahmenteile müsst ihr nicht nehmen. Das ist total unsinnig. Genau. Ich gehe auch gerne immer noch mal hier oben durch. Ist auch sauber gewesen, deswegen kann ich hier gleich mit der Versiegelung drüber gehen. Und dann sieht das gut aus. Genau. Gut. Ja, so pflege ich meinen Motorraum. Ansonsten sieht er hier picobello aus. Man kann natürlich noch hier, ich habe ja noch einen Ausgleichsbehälter für die Luft, für die Klappen hinten, für meinen Auspuff. Kann man auch nochmal ordentlich sauber machen. Wichtig ist hier, ich habe ja im letzten Video gesagt, hier Marderschutzanlage, deaktiviert eure vorher. Sonst habt ihr eine schöne Erinnerung an eure letzte Putzaktion im Motorraum. Deswegen immer ausschalten. Gut, ich bin durch. Ich danke euch schon mal fürs Zusehen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun.
wie ich schon öfter erwähnt habe, die Links von Amazon sind unter den Videos. Wenn ihr da draufklickt, müsst ihr nicht genau das Produkt kaufen. Ihr könnt doch irgendwas kaufen. Ihr könnt euch ein Handy, könnt euch kaufen, was ihr wollt. Ich kriege da immer eine Mini-Provision dafür. Das sind Centbeträge. Und die fließen natürlich wieder direkt in die Gewinnspiele rein. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr euren Bekannten und Freunden einfach mal meinen Kanal weiterempfehlt. Vielleicht interessieren sie sich auch für Autopflegeprodukte und Zubehör und so weiter. Schaut mal bei meinem vorletzten, unter den letzten Videos, habe ich ein paar Ideen eingebracht. Thema Livestream und Thema andere Produkte testen, Technik und so weiter. Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.